Jo, meine kleinen Mäuse. Ich bin gerade in Denia angelandet, gestern schon, weil ich eine Freundin besucht habe. Die ist hier mit ihrer Family, machen hier Urlaub. Und ja, wir haben uns gestern am Strand getroffen, war richtig geil gewesen. Ich habe die schon seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. So, und heute haben wir Sonntag. Ich stehe auf so einer Art Wohnmobilparkplatz oder was, keine Ahnung. Und Leute, heute wird es richtig heiß. Wir haben Anfang Oktober. In Berlin sind, glaube ich, 10, 12 Grad oder sowas. Und wir haben hier heute sage und schreibe 32 Grad. Wenn nicht so, ja noch mehr. Auf jeden Fall wird es richtig heiß heute. Das merkt man jetzt schon. Das heißt, ich gehe jetzt schön mit Janka nochmal an den Strand. Wir werden wahrscheinlich heute einfach nur am Strand abschimmeln. Ich werde alle 10 Minuten höchstwahrscheinlich ins Wasser springen. So, und dann muss ich überlegen, wo ich bleibe von meiner Arbeitswoche, war. Also hier wollte ich eigentlich nicht bleiben. Das ist mir echt zu Touri-mäßig, zu voll. Ihr kennt mich ja, ich bin ja eher so der Typ, der irgendwo in der Pampa alleine vor sich hin juckelt. So, meine kleinen Mäuse, zurück vom Strand. Ich habe schön meinen Astralkörper ins Wasser geschmissen, wie versprochen. Sönke hat von mir einen astreinen Sonnenschutz gekriegt mit Kuhle. Die liebt Kuhlen, sich da reinzulegen. So, und jetzt habe ich Knast und jetzt sehen wir schön was essen. Und die Franzi, die kennt sich hier natürlich aus, ganz klar. Und die hat mir jetzt einen Tipp gegeben, wo ich mal hingehen kann zum Essen. Soll auch ganz schön sein da. Durch so eine Altstadt irgendwie, weißt du, ich bin ja eigentlich auch nicht so der Stadtbummel-Typ oder sowas, war, und Essen-Je-Typ, vor allem nicht alleine. Aber irgendwas passiert in mir, dass ich sowas mache und überhaupt, Leute, dass ich an so einem Touri-Strand, in so einer Touri-Stadt hier abhänge. Das hätte doch vor eben, ja, hätte ich mir selber das nicht geglaubt. Jo, meine kleinen Mäuse, ich bin gerade im Nachbarort von Denia, wo ich ja bis vorhin noch gestanden habe. Und ich bin jetzt hierher gefahren, weil es hier einen Pumptrack gibt. Und zwar soll es ein ziemlich guter Pumptrack sein. Einfach irgendwo in der Pampa in so einem Kackdorf packen, die einfach so einen geilen Pumptrack hin. Wie geil ist denn das? So, ich hoffe, dass ich die nächsten 2 Tage hier auf jeden Fall safe stehen kann. Ich finde den Spot eigentlich ziemlich geil. Ich habe hier aber Nachbarn. Ich hoffe, dass die sich nicht dran stören, dass ich hier quasi auf deren Hintergrund, Hinterhof stehe. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal mit Sönke zum Pumptrack gehen. Ich will den unbedingt ausprobieren, auch wenn wir jetzt hier 30 Grad haben. Ist mir egal. Ich habe richtig Bock. So, meine kleinen Mäuse, guck mal. Das sieht doch richtig gut aus, oder was? Keine Kids drauf, auch gut. Ich werde jetzt mal schöne Dinge ausprobieren, geil. Buongiorno, meine kleinen Honigmäuse. So, ich gehe jetzt mit Sönke schön mal die Morgenrunde an einem wunderschönen Mittwochmorgen. Es ist einfach fantastisch angenehm warm.
auch wenn ich einen Pullover anhabe, ich vermute mal, wir haben so 20, 22 Grad oder sowas. Ich habe bisher noch gar nicht so viel zu dem Spot hier gesagt. Ich möchte mal sagen, da wo ich jetzt hier gerade stehe, ist wirklich angenehm, sag ich mal, ist ein guter Spot. Niemand fühlt sich gestört durch mich, ja. So weit, so gut, aber da wo wir stehen, das ist quasi die Hauptroute der Hundebesitzer. Und hier haben anscheinend sehr, sehr viele Leute Hunde, denn hier ist alles voll geschissen. Was ich übrigens auch nicht verstehe, ist, die haben halt hier so einen schönen Park, ja. Also hier kann man echt geil durchlaufen, ist wirklich sehr, sehr schön. Und die haben so ja am Eingang vom Park, das ist hier alles nicht groß, ne. Das sind vielleicht so, lasset 100 Meter im Durchmesser sein, ja. Und die haben am Eingang vom Park, haben die so ja ein richtig Klohäuschen, richtig gut, also alles Tutti und Mülleimer. Ist alle da. Und 20 Meter entfernt kacken die in die Büsche und da liegt der Müll in den Sträuchern überall. Also wirklich, ich verstehe das nicht. Kann mir einer erklären, warum die Spanier so doof sind? Ich verstehe das nicht. Ich meine, die laufen doch hier auch lang und das ist nicht so, dass nur die Touris immer in die Büsche kacken, sondern die Spanier sind genauso schlimm. So, Arbeitswoche habe ich hinter mich gebracht. Ich muss jetzt noch ein bisschen zusammenräumen und dann fahren wir zum Sportiplatz. Denn da werde ich gleich nochmal meinen Astralkörper unter die Dusche halten. Das werde ich natürlich mir nicht entgehen lassen, wenn einfach mal for free Duschen stehen. Ja, warum nicht? So, und der nächste Spot, der ist ja nicht so weit weg, auch bei Alicante. Und da gibt es einen Pumptrack unten, eine Bowl, wo ich auch nochmal skaten wollen würde. Betet nebeneinander, richtig geil, sieht doch ziemlich gut aus. Und danach dann irgendwie wieder ans Meer, ein bisschen baden gehen. Irgendwie so. Die haben abgeschlossen. Hä, wieso haben die abgeschlossen? Gestern war da offen. Scheiße, nicht mit Duschen. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die Duschen zu sind. Weil hier im Hintergrund, seht ihr, schön Tennisplätze. Und da waren die letzten zwei Tage, haben die da so Tennistraining gehabt mit den Kids. Und ich vermute mal, dass die einfach da die Duschen aufmachen, wenn hier halt so Vereinstraining ist. War? Macht ja Sinn. Schade eigentlich. Ich habe mich so auf eine Dusche gefreut. Schnecke, wir müssen weiter. Ja, weiter jedes Jahr. So, meine kleinen Mäuse, wir sind in Max Muxel angekommen. So nenne ich jetzt den Ort, weil ich den never ever aussprechen werde oder aussprechen kann. So wie dem auch sei, ich werde jetzt auf jeden Fall den Skatepark auschecken. Ich finde es ein bisschen schade, dass auf diesen Pumptracks wirklich nur Kinder sind, ne? Keine irgendwie mal ältere Skater oder so, die also mal Skater, weißt du? Die Leute, die in meinem Alter sind, sind die Eltern, die daneben stehen, weißt du? Und die denken sich dann so, Alter, was ist denn das? Was macht denn der auf dem Kinderspielplatz da? Was ist denn das für ein Typ? So, und der Pool, der ist ja schon clean und der ist arschglatt. Ich habe mich da direkt auf die Schnauze gepackt. Und da werde ich morgen vielleicht nochmal mit Handgelenkschützern reinnehmen, weil wirklich, wenn ich mich aufs Maul packe, ich knall mal voll auf die Handgelenke. Hab ein bisschen Angst, mir die zu brechen tatsächlich. Guten Buongiorno, meine kleinen Mäuse, hier aus Max Muxel. Für mich ist auf jeden Fall heute definitiv Abreisetag und Tag des Rückzugs, wenn man das so bezeichnen möchte. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Entspannung, ein bisschen Ruhe. Auch von den Spaniern tatsächlich, also hier so in den Städten oder wenn ich da auf den Pumptracks bin oder sowas, ist ja alles schön und gut. Aber dieser anstrengende Smalltalk, wo man versucht, sich in irgendeiner Form zu verständigen,
ist schön, aber irgendwann, wisst ihr, oh, macht mich einfach müde. Denke ich mir so, ich habe gar keinen Bock, mich zu unterhalten, wisst ihr. Das passiert eigentlich nie, dass ich meine Morgenroutine abändere in irgendeiner Form, denn meine Morgenroutine ist mir sehr, sehr wichtig. Erstmal schön Kaffee machen, dann mit Sojanka raus, dann noch einen Kaffee ins Gesicht, dann ein bisschen, wisst ihr, entweder Videos schneiden oder einfach ein bisschen vor sich hin tüdeln und noch einen Kaffee ins Gesicht und dann irgendwann so ging, weiß ich nicht, vielleicht 11, 12 oder so, könnte man darüber nachdenken, vielleicht in Aktion zu gehen mit irgendwas. Ja, aber heute ist einer der seltenen Momente, wo ich meine Morgenroutine wirklich unterbreche. Leute, hier ist so viel los in meinem Bus. Es ist einfach unglaublich. Ich hätte jetzt gedacht, der Parkplatz, der ist leer, hier passiert sowieso nicht so viel tagsüber. Aber hier steppt der Bär. Ich weiß nicht, ob hier eine Schule ist. Anscheinend, weil hier die ganzen Leute mit ihren Kids hier... Guck mal da. Die ganzen Leute laufen mit den Kids hier lang. Ja, hier ist absolute Action. Und da, wo Action ist, da bin ich nicht. So viel steht schon mal fest. Ich mache mir jetzt nochmal schön Kaffee to go. Wie auch immer ich den trinken soll. Unterwegs. Aber wir machen jetzt sofort los. Den nächsten Spot, den ich anfahren wollte, der ist ja nicht so weit weg. Das sind nur 25 Kilometer. 40 Minuten, 25 Kilometer. Ist geil, weil dann fahren wir jetzt dahin und dann kann ich da meine Morgenroutine einfach fortsetzen. Weißt du, als wenn nicht wäre, mal kurz Pauseknopf drücken und dann da mache ich wieder auf Play. Jo, meine kleinen Mäuse, wir sind gerade mal hier an so einem Rastplatz angehalten. Ich habe mich umentschieden. Der Platz, wo ich da hin wollte, der ist jetzt nicht so geil. Dann wäre ich da ein paar Stunden geblieben, wieder abgedüst und so. Und ich dachte mir, weißt du was, fährst du einfach zum nächsten Spot, wo du weißt, dass der richtig geil ist. Weil ich will auf jeden Fall mal ein paar Tage wieder irgendwo abschimmeln. Und nicht jeden Tag fahren oder jeden zweiten Tag fahren. Und genau, wir haben schon die Hälfte hinter uns, nur noch 70 Kilometer. Das ist bei Agilas, ja, und an dem Spot habe ich auch Nadja und Liselle kennengelernt und Antonella natürlich auch. Auf jeden Fall drückt die Daumen, dass der Platz frei ist und nicht allzu voll. So, meine kleinen Mäuse, wir sind angekommen. Bin mal gespannt, ob der ein oder andere von euch den Spot hier erkennt. Warte mal, guck mal. Ich habe schon C-Test gemacht im Wasser. Und ich muss sagen, das Wasser ist auf jeden Fall frischer als in Alicante, wo wir waren. Krass. Also bestimmt, würde ich sagen, jetzt mal so 3 Grad kälter oder so. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich heute in die Fluten stürzen. Und ich habe noch einen anderen Soll zu erfüllen, denn an diesem Spot hier habe ich ja Liselle und Nadja und Antonella kennengelernt. Und ja, Antonella ist ja nicht mehr unter uns. Der ist ja leider gestorben. Mit Nadja habe ich noch sporadischen Kontakt und mit Liselle habe ich mich leider ganz schön verstritten gehabt. Das war ganz schön hässlich am Ende. Und jetzt, wo ich hier bin, wächst so ein bisschen emotional und denke mir, wisst ihr was? Eigentlich müsstest du mal wieder ein bisschen Fensterkit in die Beziehung schmieren. Ja, man kann nicht ewig aufeinander sauer sein. Junge, meine kleinen Mäuse, ich habe gerade ein bisschen Video geschnitten. Und hier oben der Spot ist eigentlich ganz geil, aber das ist wie auf dem Präsentierteller. Man sieht dich von allen Seiten und so. Das ist hier nicht so geil. Ne, guck mal, na klar, man kann schön runterkicken. So, und da wir eh noch einkaufen müssen, dachte ich mir, wisst ihr was, wir gehen jetzt einfach einkaufen, bevor ich morgen nochmal los muss. Dass wir auf jeden Fall hier dann ein paar Tage mal abschimmeln können.
Freunde der Sonne, ich bin zurück vom Einkaufen und wir haben jetzt unseren finalen Platz gefunden, wo wir uns hingestellt haben. Ich habe ja vorher ein bisschen weiter da oben gestanden und da auf dem Präsentierteller willst du nicht stehen. Ist auch nicht geil. Die Guardia Civil, die feuert dich als Erste darunter. Kannst du glauben. Und ich glaube, die anderen finden es auch nicht geil, wenn man so auf dem Präsentierteller sich da so hinstellt, weißt du? Ich bin ja auch nicht der Typ der Mitte. Ich bin nicht der Typ, der sich in die Mitte stellt. Macht er nicht. Lieber abseits, weißt du, lieber beobachten. Abseits, das ist so mein Ding. Man muss zu dem Spot dazu auch noch sagen, dass das der alte Platz ist von Antonella aka Angelo. Da hat Angelo gestanden und das macht mich wieder ein bisschen emotional, weißt du? Ich habe mir gestern auch noch mal ein Video angekickt von damals, wo ich mit Liselle und Angelo und so unterwegs war. Ja, und das ist so, ich bin sofort emotional geworden. Also einerseits eben wegen auch Liselle, weil wir uns ja ein bisschen gefetzt haben. Das finde ich einfach kacke. Und eben auch Antonella, weil Antonella war einfach ein krass geiler Typ. Muss man einfach so sagen. Das war so ein skurriler, einzigartiger Charakter. Ja. Und jetzt stehe ich an seinem Spot. Ja, und ich fühle es irgendwie, weißt du, ich fühle ihn irgendwie. Ich fühle mich gerade sehr nah an Antonella. Ja. Was mir hier allerdings hart auf den Sack geht, und ich habe hier den ganzen Spot hier, habe ich schon ausgekundschaftet mit Sojanka, es ist mega viel Dreck, der hier rumliegt. Es geht mir hart auf den Sack. Und ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum man das hier alles so Müll, also so vermüllen muss. Vor allen Dingen, du hast da hinten, da hast du Mülltonnen. 4 Stück. Ist doch nicht so schwer, seinen Scheiß wegzubringen. Und das meiste sind doch noch irgendwelche alten Kacktücher. Weißt du, da haben die Leute schön im Busch gekackt. Ich find's zum Kotzen. So, und damit wir unseren Spot hier ein bisschen angenehmer gestalten, werde ich jetzt eine Mülltüte nehmen und werde jetzt hier mal ein bisschen Müll sammeln, damit ich das hier in meinem kleinen Areal auf jeden Fall ein bisschen angenehmer habe. Weißt du, was das Ekelhafteste ist? Das meiste sind einfach alte, getrocknete Kacktücher, wo noch schön der Kackfleck in der Mitte zu sehen ist. Boah, es ist so ekelhaft und ich habe keine Zange oder sowas. Ich versteht nicht, Leute. Es ist so eklig. Hört auf damit. Hier, kick mal da schön rin. Oh, geil, ey. Schön. Das war hier, das war das Klo von eben hier. Weiß ich, wie oft da schon in der Rinne geseucht hat, ey. Ich wünsche euch einen angenehmen guten Buongiorno, meine kleinen Mäuse. Auf der Morgenrunde mit Sojanka nehme ich euch jetzt mal kurz mit und haue euch die News um die Ohren. Ich bin jetzt seit 3 Tagen oder sowas. Ich habe nicht mal die Tage gezählt, aber ich glaube, seit 3 Tagen sind wir jetzt hier. Heute ist der 4., glaube ich, ja. Ich glaube, der 4. Tag bricht heute an. Ja, ich war die ersten 2 Tage ein bisschen emo unterwegs, ein bisschen emotional. Der erste Tag halt, weil hier eben die Erinnerungen hochgekommen sind, so, wisst ihr? Hier habe ich ja Liselle und Co. kennengelernt. Ja, am 2. Tag hat mich dann die Einsamkeit ein bisschen eingeholt. Also so richtig gut ging's mir nicht. So, und dann habe ich vorerst dann eine Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, mit der bin ich auf Instagram so ein bisschen connected, weil sie halt Spots gesucht hat. Und da konnte ich ihr dann halt weiterhelfen, wisst ihr? Und die hatte geschrieben, dass sie mit ihrer Reisebegleitung und 3 Hunden hier in der Nähe irgendwo ist. Und die wussten halt nicht wohin, die wollten ans Meer, weil die zum ersten Mal in Spanien sind. Und dann habe ich die quasi hierher gelotst, weil es ja wirklich einfach ein schöner Ort ist, auch für die Hunde und so weiter. Genau das, was die eigentlich gesucht haben. Und ich habe das bisher noch nie gemacht, irgendwie Zuschauer oder was, mich mit Zuschauern getroffen oder so. Das ist mir komisch, wisst ihr? So, das ist so, wenn ich Leute durch Zufall kennenlerne, ist es die eine Sache. Ich kriege viele Einladungen von euch auch. Ey, wenn ihr hier bist, kommst du mal vorbei auf ein Bierchen oder irgendwas. Aber Leute, ihr müsst verstehen, das ist für mich, ist das strange, weil ich kenne euch nicht. Ihr kennt mich vielleicht so ein bisschen durch so ein Video, aber ich kenne euch ja nicht. Woher soll ich denn wissen, ob ihr mir reinlauft oder nicht, wisst ihr?
wünsche euch einen angenehmen guten Buongiorno, meine kleinen Mäuse. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen, wie man sieht. Und wir haben einen so crazy Sonnenaufgang. Seit gestern ist hier so eine ganz diesige Luft. Ich habe jetzt nicht davon gehört, dass hier Sahara-Wind oder sowas ankommen soll, aber es sieht genau danach aus. So ganz diesig ist das, weißt du? Das sieht wirklich crazy aus. Das sieht man so nicht alle Tage, bin ich der Meinung. Das ist wirklich schön. Man kommt sich wirklich vor wie... Also so stelle ich mir das vor, wenn man in der Wüste irgendwo aufwacht morgens oder was. Ich hatte eigentlich ja nicht vor, die Kamera zu zücken. Ich habe mich gerade ja keinen Bock zu filmen. Ich filme seit ein paar Tagen quasi ja nicht. Einfach weil ich gerade keinen Bock habe und ich einfach mal ein bisschen Pause brauche, wisst ihr? So einfach ist das. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, kurzer News-Austausch. Also ich habe hier die Bienen kennengelernt, wie ich gestern gesagt habe. Und ja, ist wirklich, wirklich angenehm. Crazy Gespräche, geil am Kochen. Er ist Koch übrigens. Und wenn der sagt, meine Sachen schmecken gut, dann bilde ich mir jetzt darauf mal was ein. Gestern Morgen haben wir schön zusammen Yoga gemacht und dann schön nackt ins Wasser gesprungen. Das war richtig gut. Ich war jetzt hier knapp eine Woche gewesen und jetzt ist Zeit, hier abzuhauen und weiterzufahren. So, kommen wir zum Wetterbericht. Wir haben 26 Grad, böiger Wind, böiger bis stürmischer Wind. Trocken auf jeden Fall auch, trocken und warm. So kann man das hier zusammenfassen. Ansonsten, ich war jeden Tag im Mittelmeer baden, richtig geil. Wassertemperatur 22 Grad momentan. So, kommen wir mal zum Plan jetzt. In einem Monat ungefähr müssen wir bei Bärbel einreiten an der portugiesischen Grenze. Da geht mein Flieger nach Berlin. Ich muss zur Weihnachtsfeier zur Arbeit. Und ja, und bis dahin tingeln wir uns langsam in diese Richtung. So, meine kleinen Mäuse, ich muss an dieser Stelle dieses Video leider schon wieder beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Da wird es sehr, sehr schön, aber auch dann wiederum nicht so schön. Das ist ein kleiner Spoiler. Also, ich würde sagen, wir sind zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit dem Video, wa? Gut, dann rinjauen. Bis zum nächsten Mal. Küssen aufs Nüsschen.